Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. Heute möchte ich dir das Spiel Alles Tomate vorstellen. Das ist ein etwas bekannteres Spiel. Ich möchte es dir trotzdem vorstellen. Einmal, weil ich es sowieso total toll finde. Zum anderen aber auch auf besonderen Wunsch von Max. Max ist einer meiner Schüler. Und Max verfolgt zauberhafterweise alle meine Spielevorstellungen bei YouTube und sagt mir dann hinterher, was ich gut gemacht habe und was ich vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte. Und Max hat sich gewünscht, dass ich mal Alles Tomate vorstelle. Das ist hier nämlich sein absolutes Lieblingsspiel. Wahrscheinlich auch deshalb, weil er mich regelmäßig abzieht dabei. Also ganz liebe Grüße an Max und ja, dann geht's mal los. Als erstes erzähle ich dir mal, worum es geht mit diesem Spiel. Kannst du ganz wunderbar das Gedächtnis und die Konzentration deines Kindes trainieren. Es ist wirklich für die ganze Familie geeignet. Macht wirklich Spaß. Ja, und es hilft auch dabei zu trainieren, Dinge, die ich mir gemerkt habe, unter Zeitdruck abrufen zu können. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die man in der Schule sehr häufig braucht. Ich zeige dir jetzt mal, was enthalten ist. Das Spiel besteht aus 7 sogenannten Themenkarten und 49 Hofkarten. Und die Themenkarten, du siehst schon, die sind einem Thema zugeordnet quasi. Erstmal haben sie alle unterschiedliche Hintergrundfarben und dann bezieht sich das alles irgendwie auf ein Thema. Also hier haben wir die Erzeugnisse auf einem Bauernhof und hier haben wir die Gerätschaften, die man braucht. Und da sind die Sachen, die man vielleicht in einem Bauernhaus findet. Hier sind die Tiere, Obst, Gemüse, ja, und die Gebäude und ja, überhaupt Bauwerke auf einem Bauernhof. Ja, das sind die verschiedenen Kategorienkarten. Und dann siehst du immer zu jeder Kategorie diese einzelnen Bilder und die findet man in den Hofkarten dann wieder. Du siehst also hier zum Beispiel, da ist die Butter und die gibt es dann hier jetzt auch als große Karte. Und das ist also wirklich mit allen Sachen so. Du siehst bei diesen Sachen immer die entsprechende Hintergrundfarbe, die ist immer gleich und das ist auch ganz wichtig. Und worum es jetzt geht, erzähle ich dir gleich. Ich baue das Spiel mal eben schnell auf. Ja, so sieht das Spiel aufgebaut aus. Du siehst also, es liegt immer eine Themenkarte oben und in der entsprechenden Farbe drunter eine von den Hofkarten. Und jetzt geht es darum, sich diese Hofkarten einzuprägen. Das heißt, die Spieler bekommen jetzt eine gewisse Zeit, um sich einzuprägen, welche Karte bei welcher Farbe liegt. Da kann man entweder eine Zeit ausmachen, dass man sagt, okay, jeder hat jetzt eine Minute Zeit zu gucken. Oder man sagt wirklich, okay, jeder guckt so lange, wie er braucht und sagt Bescheid, wenn er fertig ist. Und wenn alle fertig sind, dann geht es weiter. Und ich habe mir das vorher schon versucht einzuprägen. Und ich drehe die jetzt einfach mal um, denn das ist der nächste Schritt. Die Karten werden dann umgedreht. So, ich fange hier nochmal an. Und dann kannst du dir vielleicht schon denken, wie es weitergeht. So, die Karten liegen jetzt hier. Und jetzt wird die obere Karte vom Kartenstapel, der daneben abgelegt wird, wird jetzt umgedreht. Das heißt, wir haben hier jetzt grün als Hintergrundfarbe. Der Traktor interessiert in diesem Moment noch nicht. Man sucht sich jetzt die grüne Karte, die ist jetzt auch gerade hier. Und jetzt geht es darum, sich gemerkt zu haben, was unter dieser Karte liegt. Und wer das noch weiß, ruft das dann eben raus. Ich meine, das war die Heugabel. Wir gucken mal. Ja, tatsächlich, die Heugabel war es. Und wer das als erstes gerufen hat, und zwar richtig gerufen hat, der bekommt diese Karte und die neue Karte wird hingelegt. Am besten legt man sie einmal so rum hin, sagt, was es ist, also Traktor, und die Karte wird umgedreht und es geht weiter. Die nächste Karte wird umgedreht. Das ist jetzt hier die weiße Karte.
Und man muss wieder ganz schnell überlegen, was lag da nochmal? Und ich glaube, das war der Ofen. Wir gucken. Tatsächlich, es war der Ofen. Also wer jetzt Ofen gerufen hätte, bekommt die Ofenkarte. Und als nächstes ist der Herd dran und wird dann wieder umgedreht. Und so geht dieses Spiel weiter. Das ist schon das ganze Spielprinzip. Das macht wirklich Spaß, ist schnell, ein schnelles Spiel. Wenn jetzt zwei gleichzeitig die Lösung gesagt haben und die ist richtig, dann wird die Karte, die man aufgedeckt hat, einfach wieder in den Stapel irgendwo hingesteckt. Oder wenn jemand etwas Falsches geantwortet hat, dann wird das ganz genauso gemacht, dann kommt die Karte wieder unter den Stapel. Bei kleineren Schülern oder bei Schülern, die Schwierigkeiten haben, sich Dinge wirklich zu merken, da habe ich dann so ein paar Varianten mit eingebaut. Also zum einen machen wir das dann so, wir spielen es ja meistens zu zweit hier in der Lerntherapie, sodass ich da wirklich auch gut drauf eingehen kann. Das kann man dann vorher festlegen, dass man sagt, okay, wir spielen nicht gegeneinander. Also es ist nicht so, dass wir beide jetzt uns auf die Karte stürzen und versuchen rauszubekommen oder uns zu erinnern, was darunter war, sondern man ist abwechselnd dran. Das heißt, wenn ich dann diese Karte umgedreht habe, dann hat das Kind Zeit, sich zu überlegen, was darunter war. Es ist dieser Zeitdruck nicht da. Und das Gute ist, dass ja alle Dinge hier nochmal abgebildet sind. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich daran zu tasten an die richtige Lösung. Und wenn das dann ohne Zeitdruck geht, dann ist das meistens auch gar kein Problem. Einmal das oder wenn wir das dann gegeneinander spielen und das Kind ist also wirklich deutlich im Nachteil, dann machen wir das so, dass wir dann sagen, okay, das Kind hat immer Vortritt. Also das Kind sagt seine Lösung, wenn es sie kennt. Und wenn es sie nicht kennt, dann darf ich. Und ja, so artet das dann auch nicht in großen Frust aus für das Kind. Und das ist auch so ein Spiel, dadurch, dass die Kinder bei jedem Mal spielen, diese Dinge, die abgebildet sind, die auch besser kennenlernen, prägen die sich auch richtig gut ein dann. Und bei den meisten meiner Schüler ist das so, dass die dann so gnädig sind und dann einfach mal nichts sagen, damit ich dann auch mal eine Karte bekomme. Also es trainiert das Gedächtnis, die Konzentrationsfähigkeit und eben wirklich auch dieses Präsentsein unter Druck. Und wenn der Druck halt noch ein bisschen zu groß ist, der Zeitdruck, wie gesagt, dann schwächt man ihn halt ab, indem man sagt, gut, wir machen es ohne Zeitdruck, jeder kann so lange überlegen, wie er möchte. Oder man zieht dann eben das Tempo nachher ein bisschen an. Ja, das war's schon für heute. Wer nachher die meisten Karten gesammelt hat, hat natürlich gewonnen. Also wir mögen das unheimlich gern hier. Max liebt es. Und insofern bin ich mir sicher, dass das auch was für dich und dein Kind sein kann. Das ist auch wieder ein kleines Mitbringspiel. Daher halten sich die Kosten auch wieder im Rahmen. Ja, das war's für heute. Dann bis zur nächsten Spielevorstellung. Deine Nicole von Lenovia, neues Lernen.